Als Ausgangspunkt für meine heutige Wanderung habe ich das Örtchen Muckendorf auserkoren. Zu meiner Abwechslung warten neben einer herbstlichen Waldlandschaft auch ein paar Höhlen am Wegesrand darauf, erkundet zu werden. Davon gibt es in der fränkischen Schweiz über 1000, ein bis zwei aber reichen mir fürs Erste auch. Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zweiter Tag in der fränkischen Schweiz. Das Wetter ist nicht mehr so schön, es ist den ganzen Tag bedeckt, macht aber nichts, denn wir gehen heute auf Höhlentour. Ich bin in der Nähe von Muckendorf, ne, nicht Muggelshausen, sondern Muckendorf, und hier soll es einen fantastischen Wanderweg geben, der uns viele, viele Höhlen zeigt, wie diese hier zum Beispiel, diese Oswaldhöhle, und da geht es jetzt auch als nächstes hin. Und bis zur Oswaldhöhle, 1,5 Kilometer. Ich folge also dem Frankenweg. So, da geht's weiter, aber ich gucke mir den Pavillon mal an. Der Weg beginnt direkt mit einem Highlight. Vom Pavillon aus hat man einen hervorragenden Blick auf Muggendorf und die sich durch das Tal hindurchschlängelnde Wiesent. Hier gibt es genügend zu entdecken, wobei ich den südöstlichen Bereich der Gemeinde erkunde, der, wie bereits erwähnt, ein paar Höhlen verspricht. Absolut stark hier an diesem Pavillon. Geht schon mal gut los, würde ich sagen. Und diese Oswaldhöhle, wo ich jetzt gleich hinkomme, die soll auch klasse sein. Werden wir mal sehen. An die erste gelangen wir auch alsbald. Man kann die Oswaldhöhle gar nicht verfehlen, führt doch sogar der Frankenweg mitten hindurch. Über dem Eingangsportal befindet sich eine Gedenktafel für die ersten Höhlenforscher Esper, Goldfuß und Rosenmüller. Also der Wanderweg, der führt tatsächlich durch die Höhle. Da bin ich ja mal gespannt. Hier rein in die gute Stube, Vorbereitung muss sein. Der Duster hier drin. Licht anmachen. Zweites Licht. Ach, guck mal, können wir die noch ausleuchten hier. Die natürliche Karsthöhle verdankt ihren Namen einem Einsiedler, der einem Roman nach hier gehaust haben soll. Insgesamt ist sie 62 Meter lang. Im Eingangsbereich erkennt man heute noch Mauerreste aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, wo die Bewohner Muggendorfs in der Höhle Zuflucht fanden. Die Decke des ersten 40 Meter langen Raumes der Höhle spannt sich über 20 Meter weit und wird von zwei Felspfeilern gestützt. Anschließend verringert sich die Deckenhöhle bis auf 1,50 Meter. Achtung, hier heißt es Kopf einziehen. An manchen Stellen finden sich noch schöne weiße Wandsinter. Geringste Höhe 1,60 Meter. Aber ist das nicht cool, dass der Weg hier durchführt? Richtig, richtig klasse. Da geht's hoch, da geht's weiter. So, hier kommt eine größere Weggabelung. Quakenschloss Adlerstein Engelhardtsberg. Hört sich gut an. Kleiner Umweg über Hohes Kreuz. Engelhardtsberg. Oh, nö, hier lang. Eine relativ bekannte Route nennt sich Höhlenwanderung bei Muggendorf in der fränkischen Schweiz. Habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Da mir 16 Kilometer allerdings zu viel waren, habe ich mir bei Autoactive eine Tour selbst zusammengestellt. Ich wandere hier gar lustig durch diesen wunderschönen Herbstwald. Es fehlt nur noch ein bisschen Sonne, ansonsten ist es perfekt. Und ich will ja zum Engelhardtsberg über Quakenschloss und Adlerstein. Das heißt, entweder in die Richtung oder da oben. Ich gehe da oben lang. Heinrich-Uhl-Weg scheint das hier zu sein. Habe ich vorher auch noch nicht gesehen oder gelesen. Aber der ist das. Und da lang.
Okay, das Quackenschloss. Das Quackenschloss ist auch bald erreicht. Es ist eine Höhlenruine, deren Reste zu einem sehr hochgelegenen, nämlich 505 Meter hohen und damit sehr alten Höhlensystem gehören. Als Quacken bezeichnet man unter anderem auch gewisse Versteinerung, daher der ungewöhnliche Name. Das war das Quackenschloss und jetzt geht es 500 Meter zum Aussichtsfelsen Adlerstein für mich hin. Und was muss ich da drunter lesen? Gasthaus, also das Gasthaus, was noch kommt, hat am Dienstag Ruhetag. Jetzt dürft ihr überlegen, welcher Tag heute ist. Meine Laune verschlechtert sich gerade ein wenig. Das heißt, ich muss noch länger auf mein Bierchen warten. Ja, so ist der Weg aber schon echt stark. Hier macht's richtig Spaß. Oh, diese Felsen hier zwischendurch. So, das dicke Ding hier vor mir, das dürfte ja dann wohl der Adlerfelsen sein. Ja, Adlerstein. Der Adlerstein ist ein Aussichtsfelsen über dem Ort Engelhardsberg, welcher mein nächstes Ziel ist. Jeder echte Franke kennt das Frankenlied von Josef Viktor von Scheffel in- und auswendig. Hier auf dem Felsen war er ebenfalls gewesen und auszugsweise aus einem Gedicht heißt es: Zum schwindelhohen Adlerstein versuch ich früh ein Klettern. Schau rundum ins Gebirg hinein und lass die Laute schmettern. Frühnebel spielt, von Wind gefacht, um Felsen grob gestaltig. O Hochland, wilde Hochlandspracht, o Täler, grün und waldig. Warum quält man sich hier eigentlich hoch, wenn man da drüben mit dem Auto parken kann? Bin ich hier angekommen an dem Platz, den man vielleicht von oben gesehen hat. Und ja, gleich geht's natürlich weiter nach Engelhardsberg, aber hier mache ich mal kurz Rast. Ich habe nochmal auf der Karte nachgeschaut und ich gehe jetzt zur Riesenburg. Das soll auch eine große, wunderschöne Versturzhöhle sein. Die gucke ich mir doch noch mal an. Die Beschilderung ist vorbildlich. Verlaufen kann man sich hier nun wirklich nicht. Was haben wir denn hier? Der Ruhestein diente zur Rast beim Wassertragen auf den Jura. Ja, guck mal an. Eine Tafel zur historischen Wasserversorgung. Wunderbar. So, wo muss ich lang? Darunter? Oder darunter? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil zur Riesenburg. Hier lang. So, was haben wir hier? Riesenburg. Das ging schneller als gedacht, auf jeden Fall. Stark. Die Riesenburg stellt die Überreste einer ausgedehnten Karsthöhle aus sogenannten Frankendolomit dar, die durch die Einwirkung von Wasser entstand. Mehrere Felsbögen mit einer Spannweite bis zu 11,5 Metern zeigen ein einzigartiges Naturdenkmal. Die Gesamtlänge der im Frankendolomit angelegten Höhle beträgt 43 Meter bei einer Höhendifferenz von 25 Metern. Die Naturbrücken und Felsen sind Überreste eines eingestürzten Höhlendaches. Die Riesenburg, damals im Besitz des Grafen Schönborn, wurde schon Anfang des 19. Jahrhunderts zu einem Ausflugsziel, das unter anderem König Ludwig I. besuchte. Daran erinnert der in den Fels gemeißelte Zweizeiler: Folgend dem Windzug kommen zum Felsen die Wolken und weichen. Unveränderlich steht aber der Fels in der Zeit. Seit Juli 2007 gehört die Riesenburg offiziell zu den 100 bedeutendsten geologischen Naturwundern Bayerns und ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Also,
muss schon aufpassen, hier gibt es ganz schön viele Höhenmeter. Hier gibt es auch einen ganz bekannten kompletten Rundweg, der ist knappe 16 Kilometer lang, da ist man noch einen ganzen Tag beschäftigt, etliche Höhenmeter. Da muss man aufpassen, den schaffe ich heute definitiv nicht mehr. Ich werde zusehen, dass ich irgendwie jetzt so Richtung Mühlsdorf wieder komme. Gibt es wohl noch eine Doktorshöhle oder sowas, die gucke ich mir nochmal an. Aber auf jeden Fall, das war von der Uhrzeit her, ich habe mich ein bisschen vertrödelt, ich muss wieder zurück. Aber das ist hier, wie gesagt, der Wiesental-Ausblick. Sehr schön, nur leider ohne Bank. Da ist mein Blick und immer noch auf dem Frankenweg und jetzt nach Engelhardsberg. 1,1 Kilometer. Da hinten kommt man lauschig aus dem Wald raus. Hat hier noch eine Bank und mein Weg führt mich da hoch. Da ist ein Pavillon zu sehen. Ich glaube, da geht's für mich weiter. Vielleicht kommt die Sonne sogar noch mal ein bisschen raus. Mal schauen. Ist doch bereits alles bestens ausgeschildert. Buckendorf, 2,5 Kilometer, über Aussichtsturm, hohes Kreuz und den Felsensteig, den ich schon gegangen bin. Oder über die Pfaffenleite, Mehlbeerensteig. Gucken, welcher besser ist. Jetzt nochmal hier auf den Rückweg. Freies Feld, ist auch mal schön. Dazu noch ein Fußpilz natürlich. Und dem geht's langsam ins Finale. Jetzt sind das noch mehr Stufen bis da hoch. Meine Herren. Aussichtsturm, hohes Kreuz. 522 Meter hoch. Engelhardsberg, die anderen Ortschaften weiß ich jetzt gar nicht. Muckendorf ist zumindest da irgendwo, zumindest mein Wanderparkplatz. Ich bin jetzt froh, dass ich es geschafft habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bleibt gesund, macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Die etwa 35 Meter lange Höhle wurde 1905 durch den in Muggendorf lebenden Arzt Dr. Adolf Schauwinold entdeckt und heißt seither bei der Bevölkerung Doktorshöhle. Also es ist diesig hier drin. Oh, stark. Oh. Was für Spinnenfreunde. Schöne, dicke, fette Spinnen. Die Höhle wurde nach ihrer Entdeckung durch Erschließungsarbeiten erheblich verändert. Es finden sich aber noch Reste des Tropfsteinschmuckes mit einigen schönen Sinterbecken, Tropfsteinsäulen und kleinen Stalaktiten. Oh, die hat sich immer richtig gelohnt. Ganz, ganz toll. Vergesst auf solchen Touren auf keinen Fall eure Stirn- oder Taschenlampen. Dies wäre wirklich schade, es würde euch einiges entgehen. Stark, richtig stark. Mega Höhle, gar nicht ausgeschildert. Wenn ihr hier oben seid, ihr könnt es eigentlich nicht verfehlen, aber unbedingt angucken. Es sei denn, ihr habt Angst vor Spinnen. Es ist so schön, wenn die Sonne nochmal rauskommt. Oder dass sie jetzt nochmal rauskommt hier auf dem Rückweg. Ich gehe jetzt wieder über die Oswaldshöhle zurück. Fantastischer Abschluss einer wirklich, wirklich tollen Tour. Macht's gut.